Eines Tages war der Hodja auf das Dach gestiegen, um es zu reparieren. Während er arbeitete, hörte er es an die Tür klopfen. Er blickte hinunter und sah einen Bettler vor der Tür stehen. Der Bettler rief ihm zu: "Würdest du mal herunterkommen?" Mühsam kletterte der Hodja die Leiter hinunter. Als er schnaufend unten angekommen war, sagte der Bettler: "Bitte um eine milde Gabe." Der Hodja, sauer darüber, dass der Mann ihn dafür zu der Klettertour veranlasst hatte, flüsterte diesem ins Ohr: "Würdest du mal mit nach oben kommen?" Auf dem Dach angekommen, sagte der Hodja: "Ich habe kein Kleingeld dabei. Frag doch bitte jemand anderen."